Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Null zum Großgrundbesitzer. Ja, unser Düngefahrzeug eiert sich hier gerade irgendwie ein ab, warum auch immer. Mal schauen, was der hier vorhat. Ich habe keine Ahnung. Achso, der hat das Nackgewände hier angefangen. Okay. Ja, dann mach mal. Der Heini ist noch ein bisschen beschäftigt hier. Ist ja gerade auf die 38 gewechselt in der letzten Folge. Aber er hier dürfte nicht mehr allzu lange haben. Jetzt 10% noch? Okay. Gut, der hat noch ein bisschen. Boah, bin ich mal gespannt, was hat er jetzt hier vor? Was auch immer. Oh, einmal kurz Reifen waschen, ne? Können wir machen. Das war aber sehr, 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 sehr früh gesenkt. Mal gucken, wie es hier weitergeht bei dem. Ah, die 90 brauche ich nicht mehr allzu lange. Ah, jetzt hat er hier die kleine Bahn gemacht. Lass uns mal die Pünktchen hier anzeigen. Das war noch so ein ganz kleines Fuzzi, okay? Okay. Aber er wird doch jetzt gleich fertig hier. 63, was haben wir denn dann hier unten noch? 57 war der Acker. Und 62 und 64. Ja, 62 und 64 ist, glaube ich, erstmal dran jetzt. Wir nehmen schon mal die 62 an. Das kann jetzt nicht mehr allzu lange. Ah, ist auch fertig in dem Moment.
So, dann einmal rüber zur 62. Mal gucken, wie viel wir noch vor der Nacht schaffen. Jetzt Ingame 20:04 Uhr, weil ich ja, warum auch immer auf 5 die Zeit vorhin, also ja. In einer vorigen Folge die Zeit auf 5 hatte. Auf 5 war. So. Wir wollen einen Kurs generieren, bitte. Na, auf der 62, danke. Jo, machen wir. So, aber du bist jetzt bald mal fertig hier auf der 51. 5% noch. Kann doch nicht mehr allzu viel sein hier. Komm, mach hinne. Allzu lange kann das doch nicht mehr dauern. 4%. Ja, immer. Oh. Hä? Dein Ernst? Reicht das Vorgewende hier nicht aus? Mir der Wendekreis eingestellt. Meine Güte, noch eins. Jo. Und wieder festgehauen. Nur aber. Jetzt auch übertreiben in den Wendekreis ein bisschen. Kein Schiff. Nicht mehr lange und dann fährt er auf der Gegenbahn und füllt hier die Lücken noch. Das funktioniert hier jetzt auch, so wie es aussieht. Lol, immer noch 3%. Wie sind denn jetzt hier 3%, Mann? Zum Glück muss er jetzt gleich nicht mehr rückwärts fahren, sondern kann jetzt einfach rund durchfahren.
Wenn man auf was wartet, ne? Letztes Prozent noch. Juhu! Theoretisch könnte ich mir noch ein Düngefahrzeug kaufen, wenn ich mir das so angucke. Kostet der kleine Klaas? Was nun? 50.000, der kleine Klaas, 75.000. Wir eine Spritze dazu nehmen, die kann man ja anderweitig auch noch nutzen. Brauchen wir mehr Geld. Aber warte, ein Fahrzeug, der könnte das ja eigentlich machen. Ja, ich kaufe die. Und den Zusatztank, das müsste ja auch gehen. Und lass hier Kollege Bratwurst zum Händler fahren. Dann lassen wir den mitdüngen. Ich glaube, ich muss nur eine Fronthydraulik anbauen. Ja, der fährt jetzt in die Gegenspur, super. Er ist schon dabei, die Lücken zu füllen. Ich denke mal, der wird auch kein weiteres Saatgut mehr benötigen. Und der müsste jetzt gleich fertig werden noch. Der geht jetzt ins Nachgewende. Ich dachte zumindest, dass er das tut.
Ich hoffe, das funktioniert auch, was ich mir da vorgestellt habe. So. Der braucht jetzt erstmal eine Fronthydraulik. Wenn er keine Fronthydraulik. Was ein Quatsch. Na, geht nicht. Das verkaufe ich den Unimog jetzt und kaufe mir noch einen Traktor. Wobei den Unimog hatte ich für die Transportmissionen, ne? Ah, schwierig. Jetzt mal noch was fertig hier, dass ich mir vielleicht noch einen Traktor kaufen kann. Ja, ich würde sagen, wir lassen die mal ein bisschen hier noch rumeiern, beziehungsweise machen wir mal Feier für heute, gucken uns das in der nächsten Folge an, wie das weitergeht. Ich bin der Meinung, ich werde mir gleich noch ein Glas kaufen dann, einen kleinen, für die Spritze, weil der hat Fronthydraulik. Ja, und das werden wir auch machen in der nächsten Folge. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, ciao, ciao.